Ein seltener Anblick, wenn Weißstörche im Himmel über Nordrhein-Westfalen ihre Kreise ziehen. Da kommt bei Anwohnern und Naturschützern gleichermaßen Freude auf. Im Kreis Minden-Lübbecke hat die Initiative Rettet die Weißstörche seit Ende der 80er Jahre mit beispiellosem Engagement den Lebensraum für die beliebten Wandervögel verbessert. Der sichtbare Erfolg? Immer mehr Paare ziehen hier in den Sommermonaten ihren Nachwuchs groß. Eine Videoinstallation auf dem Dach des alten Landgerichts in Petershagen ermöglicht live einen Einblick in das Privatleben. Mit der Schaffung zusätzlicher Nistplätze und einem umfangreichen Renaturierungsprogramm in der Wesermarsch- und Bastau-Niederung wurden die Lebensbedingungen verbessert. Denn Störche benötigen für sich und ihre Jungen einen großen Nahrungsvorrat an Amphibien und anderen Kleintieren. Dazu wurden feuchte Viehweiden wiederhergestellt, Gräben verschlossen und neue Stauwerke gebaut. Auf über 450 Hektar Feuchtwiesen verzichten Landwirte auf Düngung und den Einsatz von Pestiziden. Das Weißstorchprogramm im Kreis Minden-Lübbecke gehört zu den ersten und größten geförderten Maßnahmen der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Wichtig für eine gesunde Storchenpopulation ist ein ausreichender Nahrungsraum. Man geht von 200 Hektar pro Storchenpaar aus, die notwendig sind, um die Jungen zu versorgen. Daher haben wir mit Hilfe der Nordrhein-Westfalen-Stiftung 500 Hektar Land erworben und diese optimal für die Störche hergerichtet. Eine rund 50 Kilometer lange Storchenroute ist als attraktiver Radwanderweg eingerichtet und führt den Besucher entlang der Weser an den Schutzgebieten vorbei. Der Naturfreund kann hier als Zaungast das Leben und Treiben der vielfältigen Wasservogelwelt beobachten. Ein absolutes Muss ist der Besuch des Westfälischen Storchenmuseums in Petershagen im Ortsteil Windheim. Das älteste Haus im Ort wurde vor dem Abriss bewahrt und von dem Verein Denkmal zusammen mit dem Aktionskomitee Rettet die Weißstörche und mit finanzieller Unterstützung der Nordrhein-Westfalen-Stiftung instand gesetzt. Präparate, Grafiken, Modelle, Filme und Medieninstallationen geben Einblicke in die Biologie und Lebensweise der Störche. Großes Interesse findet ein alter Horst mit einer nachgestellten, lebensecht wirkenden Familienszene. Der Ausstellungstitel Haus, Heimat, Himmel widmet sich sehr anschaulich auch dem Mythos Storch und seinen Nebenwirkungen. Dazu zählt seine Rolle als kinderbringender Klapperstorch, als Frühlingsbote oder Glücksbringer. Zahlreiche Exponate erinnern daran. Eine Schautafel veranschaulicht die jährlichen Zugrouten, bei denen die Vögel bis zu 10.000 Kilometer überwinden und dennoch häufig ihre alten Brutstätten wiederfinden. Da die Störche emsige Baumeister sind, kann ein Nest im Laufe der Jahre ein stattliches Gewicht von einer Tonne erreichen. Dann droht akute Einsturzgefahr für Nest und nicht selten für den überforderten Dachgiebel. Auch darauf achten die Naturschützer. Als das Aktionskomitee und die Nordrhein-Westfalen-Stiftung ihre gemeinsame Arbeit aufnahmen, gab es hier im Landkreis noch 3 Weißstorchpaare. Das waren die letzten Störche im großen Bundesland Nordrhein-Westfalen überhaupt. Seitdem ist viel geschehen, der Lebensraum der Störche konnte nachhaltig verbessert werden und wir freuen uns, dass wir jetzt weit über 20 Paar jährlich bei uns haben. Für sein Engagement wurde Dr. Dr. Bense mit dem Wegweiserpreis des Fördervereins der Nordrhein-Westfalen-Stiftung ausgezeichnet. Jetzt kommt der Klick fürs Leben. Zu den spektakulärsten Aktionen zählt die jährliche Beringung der Jungstörche. Mit der Dokumentation können die Naturschützer seit vielen Jahren exakt die Entwicklung der Population und die Bewegungen der Störche nachweisen. Nicht zuletzt locken die weithin sichtbaren Erfolge zunehmend auch Neugierige und Naturliebhaber aus allen Regionen des Landes. Vom stetig zunehmenden Tourismus profitieren somit auch die Bewohner im Kreis Minden-Lübbecke.